Ah, jetzt ist der Jonas hier wieder am Schleifen. Der hat doch dieses tolle gelbe Schleifgerät. Ich glaube, das brauche ich auch. Ich guck mal, was das für eins ist. Ah, hier ist es ja. Mirka Deros 650. Super. 499 Euro. Meine Güte, der spinnt. €499 für ein Schleifgerät? Das ist eine Menge Kohle. Aber aus meiner Sicht ist es tatsächlich das beste Schleifgerät überhaupt. Warum? Dazu kommen wir später noch. Die Frage ist ja, können wir nicht genau das Gleiche für weniger als die Hälfte vom Preis haben? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Denn ich habe das hier für €199 gekauft. Und auf den ersten Blick ist es genau das Gleiche. Was mir zuallererst aufgefallen ist, die Leistungsdaten sind in vielerlei Hinsicht fast gleich. Wir haben hier 350 Watt, da auch 350 Watt. Hier haben wir 4000 bis 10.000 Umdrehungen. Wir haben auch hier 4000 bis 10.000 Umdrehungen. Und wir haben tatsächlich einen kleinen Unterschied beim Gewicht. Hier haben wir beim Original 1,1 Kilo und hier 1,27. Ansonsten sind die beiden Daten aber fast komplett identisch. Und da hört es nicht auf. Auch die Verpackung verspricht, dass wir genau die gleiche Optik und Form bekommen wie beim Mirka-Schleifgerät. Und das ist ja genau das, was dieses Schleifgerät neben anderen Features ausmacht. Wir gucken mal rein, ob es wirklich so aussieht. Der Karton war übrigens schon halb offen, als er ankam. Ich hoffe, dass alles drin ist. Wir haben auf jeden Fall Schleifscheiben drin, die genauso aussehen wie die von Mirka. Es steht nur nicht Mirka drauf. Die gucken wir uns später an. Weg damit. Es riecht ganz merkwürdig. Oh Gott, der Karton stinkt brutal. Oh. Alter, stinkt das. Wow. So, aber wir haben hier ein Schleifgerät. Moment mal. Passenderweise nutze ich seit 8 Jahren ungefähr das Original. Und alter Schwede, das ist mal eine Kopie, würde ich sagen. Was auf jeden Fall schon hier zu sehen ist, beim Mirka-Schleifgerät könnten wir theoretisch das Stromkabel abnehmen, hier nicht. Das Ganze ist ein bisschen klobiger hier, aber es ist schon extrem ähnlich. Alter Schwede. Das Mistding sieht einfach fast genauso aus. Scheiße. Also was mich hieran überzeugt, ist, dieses Mirka-Schleifgerät ist extrem vibrationsarm. Das macht beim Schleifen viel Sinn, weil natürlich das Ding die ganze Zeit rotiert. Und was für mich halt sehr gut ist, ich habe unglaublich kleine Hände und trotzdem kann ich das wunderbar greifen und sehr gut führen. Das hier ist tatsächlich schon ein ganzes Stück größer. Es klingt sogar gleich. Ich drehe durch. Ich dachte, das ist so ein richtig schlechter China-Klon. Aber es sieht erstmal, ich wollte noch eine Sache sagen, die habe ich eben auf dem Karton gesehen. Hier steht natürlich auch noch drauf, Brushless Orbital Sander, Max Performance und dann Extra Fun. Scheiße. Wo kommt der Fun her beim Schleifen? Das macht überhaupt keinen Spaß. Also, ich bin erstmal erschüttert, muss ich sagen, weil es wirklich sehr gleich ist. Ich würde sagen, wir stecken es einfach mal ein. Für mich wäre jetzt natürlich der nächste Test, passt das an meinen Staubsauger? Dieser Schlauch ist hier irgendwie auch schon dran. Ich weiß nicht, wie der abgeht. Ich gucke in die Anleitung, baue alles auf und dann schleifen wir mal los. Bis jetzt sieht es irgendwie ganz verrückt aus. Der wichtigste Test, passt der Staubsauger? Aber das sieht erstmal super aus. Machen wir die Möhre mal an, startet direkt bei 1. Ich würde mal sagen, wir gehen, das sind hier 6 Punkte, die wir haben können. Wir sind jetzt bei 4 und nehmen jetzt einfach erstmal ein 120er Papier, was mit dabei war. Man sieht bei dem Papier auf jeden Fall schon krasse Qualitätsunterschiede, weil das franzt hier überall aus. Aber es ist schön rau. Ich kann mir da mein Tattoo mit wegschleifen. Wir schleifen jetzt direkt zuallererst mal dieses unebene Stück Holz. Das ist so direkt die schwierigste Anwendung überhaupt, weil wir keine ebene Auflagefläche haben und gucken einfach mal, wie es läuft und ob es überhaupt angeht. Oh.
Hört euch das mal an, wie smooth der Sound ist. Achtung. Alter Schwede. Brutal. Und los. Volle Power. Es ist brutal. Es ist richtig geil. Das Ding ist zwar klobiger, aber das läuft so ruhig. Ich stecke das mal kurz anders ein, dass nicht immer der Staubsauger angeht. Das Kabel ist ungefähr 70 Quadrillionen Meter lang. Das Ding ist, es läuft so ruhig. Das ist volle Power, es vibriert ein bisschen mehr als das, das merkt man auf jeden Fall. Aber das Schleifen, man sieht, die Absaugung ist auch nicht ganz so gut wie bei dem anderen, aber es kostet halt nicht mal die Hälfte. Ich nehme jetzt mal das beste Schleifpapier ever und... Selbst das Schleifpapier klebt einfach übelst fest. Das gibt's nicht. Es schleift wirklich brutal gut. Man sieht, dass es so ein bisschen eiert. Das liegt daran, dass das der große Orbit sozusagen ist. 5 mm Hub. Und wir haben ja hier auch eine Fläche, die überhaupt gar nicht vorher bearbeitet ist, sondern die ist einfach sägerau. Das darf ich nicht sagen. Aber gefühlt ist das bisschen mehr Gewicht gar nicht schlecht, weil das Schleifgerät sich noch mehr wirklich einfach selber so hält. Wir brauchen einen direkten Vergleich zwischen den beiden, weil ich bin ein bisschen schockiert bis jetzt. Wir nehmen einfach das hier, was ich hier zufälligerweise schon liegen habe. Ein Brett. Ich male da Linien drauf. Wir schleifen das eine von der einen Seite mit dem Mirka und dann die andere Seite mit dem. Beide mit einem neuen 120er Schleifpapier. Nicht mit diesem, was ich schon benutzt habe, sondern mit einem neuen von 3M, weil das einfach das Beste ist. Oh Gott, und dann gucken wir mal, ob ich mein Mirka vielleicht nach diesem Video einfach verkaufe. Ich mach mal Linien hier drauf. Zur Zeit kann ich noch nichts sagen, aber zur Oberfläche, das ist das zweite Stück, also das, was wir mit dem Schleifgerät, dessen Namen ich noch gar nicht gesagt habe, geschliffen haben. Es heißt Maxed. Und wenn wir hier drauf leuchten, kann man ganz leichte Spuren entdecken, die aber wahrscheinlich eher vom Staub noch sind. Die Oberfläche an sich sieht sehr gut aus. Wir haben jetzt wirklich schnell mit 120 geschliffen. Ich sehe hier erstmal keine groben Fehler in der Oberfläche. Drehen das Ganze jetzt einfach einmal um. Das ist die Seite vom Mirka-Schleifgerät. Auch da sehen wir, ich habe noch gar nicht geguckt, aber ich bin mir sicher, sehen wir auch keine groben Patzer. Da ist noch ein bisschen Bleistiftlinie, wenn ich das richtig sehe. Das habe ich aber einfach nicht gut gemacht. Aber beide Oberflächen, würde ich sagen, sind im Prinzip komplett gleich und fühlen sich auch gleich an. Eine Sache ist natürlich völlig klar, bei einem Schleifgerät ist es im Prinzip wie bei einer Säge. Jonas, was soll das denn werden? Ganz klar, diese Maschine funktioniert nur dann wirklich gut, wenn wir ein gutes Schleifmittel, also Werkzeug benutzen. In diesem Fall dieses Schleifpapier hier.
Deswegen muss man solche Tests gar nicht ganz so lange machen, weil man, wenn man weiß, wie sich ein gutes Schleifgerät anfühlt, relativ schnell merkt, wenn etwas ähnlich ist. Das geht dann um das Thema Vibration. Wie gut kann ich dieses Gerät führen, auch bei hoher Umdrehung und bei viel Kraft? Und natürlich auch, wie kann ich es bewegen und wie gleichmäßig wird das Schleifbild? Und das ist tatsächlich etwas, was hier einfach absolut erstaunlich ist, weil beide Maschinen im Prinzip fast gleich sind. Egal bei welcher Anwendung, hat man das Gefühl, dass man einfach nur eine etwas klobigere Variante von diesem Schleifgerät in der Hand hat. Trotzdem sage ich es nochmal, ganz wichtig ist, auch bei einem Mirka-Schleifgerät ein gutes Schleifpapier zu benutzen. Weil wenn man das nicht macht, dann ist Schleifen immer noch super nervig und funktioniert auch nicht gut, weil sich hier alles zusetzt und es einfach nicht funktioniert. Ich bin wütend und glücklich. Ich weiß noch nicht genau warum, aber eine Sache kann man auf jeden Fall sagen. Man merkt einen Unterschied. Das ist auch irgendwie klar, weil wir trotzdem zwischen diesem und diesem Schleifgerät, das muss man jetzt einfach mal aussprechen, im Prinzip 300 Euro Unterschied hat. Das ist schon brutal. Man sieht, dass dieses Schleifgerät auf vollster Stufe schon ein bisschen mehr dazu neigt, sich hin und her zu bewegen, ohne dass ich das selber mache. Da ist einfach hier wirklich die Kontrolle noch mal besser. Vielleicht ist auch da das kleinere Gewicht noch mal besser, um es besser festzuhalten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das noch kontrollierter ist. Ich kann aber auch sagen, für weniger als die Hälfte vom Preis ist das brutal. Wir sehen, beziehungsweise man merkt, beim Schleifen entsteht natürlich immer extrem viel Staub. Aber der wird auch hier sehr gut abgesaugt. Hier liegt eigentlich nichts. Man riecht nichts. Und man sieht, das Einzige, wo er sich hier gut sammelt, ist genau an der gleichen Stelle wie beim Mirka-Schleifgerät auch. Wahrscheinlich, weil die beiden irgendwie schon sehr nah miteinander verwandt sind. So, eine negative Sache habe ich aber noch. Die 170 Gramm mehr machen es aus, wenn ich das den ganzen Tag so... Lass es. Es ist völlig in Ordnung, einfach mal zu sagen, das Ding ist brutal geil. Ich würde mir wahrscheinlich dieses kaufen. Ich kann euch auch sagen, warum. Ich bin ein Gewohnheitsmensch. Seit 8 Jahren oder sogar noch länger schleife ich jeden Tag mit diesem Ding. Auch als ich angefangen habe, habe ich immer mit diesem Ding gearbeitet. Das ist bei mir irgendwie drin. Und es tut mir auf der einen Seite richtig weh. Und auf der anderen Seite macht es mich auch glücklich, dass ich sehe, es gibt ein Produkt, was genau die gleichen Leistungsdaten hat, die gleiche Größe, den gleichen Mechanismus, die gleichen Vorteile und es kostet einfach 300 Euro weniger. Das ist einfach, da kommt man an den Punkt, wo man seine Entscheidung, jedes Mal wieder 500 Euro auszugeben, vielleicht ein bisschen hinterfragt. Das ist ein wirklich gutes Schleifgerät. Ja, es ist auf jeden Fall klobiger. Das kann man, glaube ich, von da hinten schon sehr gut sehen. Das ist ein Unterschied. Aber... Das ist ja nun die eine Sache, die man bei diesem Gerät nicht machen darf, wenn es noch an ist. Kannst du bitte ausgehen. So, das wollte ich jetzt sagen. Dieser Staubsaugerschlauch, der geht nirgendwo hin. Und man sieht auch, der ist so versteckt, selbst mit diesem Bluetooth-Griff, den ich immer dran habe für andere Maschinen, dass das Ganze nicht aufliegt. Ich kann also völlig entspannt schleifen. Ich kann das auch super easy hier verstellen. Soll ich sagen, es ist ein brutales Schleifgerät. Ich hätte das nicht gedacht, wenn ich sowas lese wie Maxed, dann würde ich denken, es ist einfach Next. Tschüss, weg mit dir. Ist aber nicht so. Weg geht es trotzdem. Es ist so wie immer, wenn wir was Gutes testen, dann verlosen wir das. Ich sage es euch diesmal ernsthaft. Ich werde das Ding behalten, weil es mir gut gefällt. Würde ich tatsächlich wirklich machen. Mache ich aber nicht, weil das Format ein anderes ist. Schreibt den Hashtag Next unten rein. Einer von euch kriegt das Ding mit dem ganzen Schleifpapier, was dabei war. Es ist wirklich ein brutales Schleifgerät. Und wenn ihr euch überlegt, Schleifen nervt. Und wenn man schneller und besser und effektiver schleift, dann geht das viel, das macht einfach mehr Sinn. Also überlegt euch, ob ihr das kauft. 199 Euro zu 500 Euro. Da hilft nur eins. Ich bin halt bekloppt. Ich habe auch einen Hammer, der 600 Euro kostet. Aber macht es nicht nach. Die günstigen Sachen sind teilweise brutal. Wir haben es heute gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin zwischen Trauer und Leid. Für euch ist es gut. Tschüss.